Moin, liebe Freunde der klassischen Strategie und herzlich willkommen nicht nur zu einem neuen Part, nein, auch zu einer neuen Aufnahmesession tatsächlich von Let's Play Sid Meier's Colonizations Classic. Ja, wir fahren fort, wie man sieht. Die Briten bereiten anscheinend schon wieder einen Krieg vor. Die haben wahnsinnig viel aus dem letzten Mal gelernt, nicht? Ja. Wir fahren fort, wie gesagt. Unser Kaperschiff wird mal wieder auf Beutefahrt gehen. Mal gucken, ob wir wieder eins seiner Schiffe erwischen. Wäre sehr, sehr schön. Ich habe übrigens was Bestimmtes vor, tatsächlich. Es könnte sein, dass wir den Soldaten heute tatsächlich aus dem College abziehen. Warum, wieso, weshalb, werdet ihr sehen. Warum das der Fall sein wird, höchstwahrscheinlich. Müssen wir aber nochmal gucken. Ich habe jetzt leider kein Schiff vor Ort oder keinen Karren vor Ort. Das ist jetzt sehr bedauerlich gerade. Aber na gut, da werden wir uns wohl jetzt wohl oder übel anfreunden müssen. Ja, was ist die letzte Zeit so passiert? Erstmal muss ich mal ein bisschen leiser machen. Ja, eine nicht so gute Nachricht ist tatsächlich, ich bin vor kurzem geblitzt worden. Ja. Ich habe auch das Bescheid gekriegt. Glücklicherweise ist es nicht so schlimm ausgefallen. 20 Euro muss ich zahlen, Strafe. Geht also noch, hält sich im Rahmen. Ja. Trotzdem ärgerlich, dass ich mich habe blitzen lassen. Ja, wenn man einmal Bleifuß hat, dann kommt sowas dabei raus. Waren aber nur 14 km/h zu viel. Also mit der Toleranz, ne? Ja, also blöd gelaufen. Hätte ich anders machen können. Ich habe heute auch schon ein bisschen was gemacht. Ich nehme das am Vormittag auf. Ich muss nachher noch zur Arbeit. Und ja. Deswegen bin ich jetzt am Vormittag dabei, mit euch zusammen noch aufzunehmen. Ob es eine Stunde wird oder zwei Stunden, das weiß ich noch nicht. Es könnte vielleicht sein, dass es zwei Stunden werden. Das könnte aber auch sein, dass es nur eine wird. Je nachdem. Ich war, wie gesagt, vorhin schon ein bisschen unterwegs. Ich habe mein Auto einmal voll getankt. Der Sprit war, also der Tank, der war nämlich halb leer. Weil ich habe ja eine recht lange Arbeitsstrecke tatsächlich. Ich fahre ja über Autobahnen und so weiter. Also wirklich das ganze Programm. So, ihr habt über 100 Holz habt ihr an Bord. Das ist gut. Ich nehme das übrigens am Donnerstag auf. Am Donnerstag, den 21. Also ich nehme auf Vorrat auf, wie ihr merkt. Ich habe auch ein bisschen was für YouTube getan. Ich habe die Playlists für das 17. Let's Schnacken schon mal erstellt. Also die Spiele, die habe ich zusammen. Und ja, je nachdem wie das läuft, müssen wir mal schauen, wann ich damit loslegen kann. Mit dem 17. Let's Schnacken. Also ich habe es auch noch nicht aufgenommen oder sowas. Also das Infovideo. Aber ich arbeite mich ran, sagen wir es mal so. Ne? Und, ja. Was kann ich sonst berichten? Wie gesagt, ich bin heute Nachmittag arbeiten. Ah, er kommt noch ran. Schafft er das? Welche Waren sollen wir erobern? Das Erz? Und die Pferde. Sehr schön. La Rochelle, okay. Wo ist unser eigenes Schiff eigentlich hin? Ist das noch in Europa? Nee, ist es auf dem Rückweg, okay. Stimmt, ich brauche... Ja, stimmt. Hm. So, der Speer tut ja nichts. Ich denke mal, dass die Indianer ihn deswegen auch in Ruhe lassen. Weil der tut, wie gesagt, nichts. Ja, ich habe jetzt auch gerade eben noch mal ein bisschen Wasser hochgeholt für meine Familie und für mich. Und, ja, wie gesagt, nachher tiefenentspannt arbeiten. Was heißt tiefenentspannt? Die Arbeit ist schon anstrengend, so ist es nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass wir auf der faulen Haut sitzen und nichts tun. Im Gegenteil. Wir haben echt viel zu tun. Und, aber die Arbeit, also ich muss wirklich sagen, arbeitstechnisch ist es wirklich so, ich fahre ohne Bauchschmerzen hin. Und ich habe auch währenddessen keine Bauchschmerzen auf der Arbeit selber. Was wirklich gut ist, muss man wirklich sagen. Also das kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich gut. Thomas Paine hat sich dem Kontinentalkongress angeschlossen. Sehr schön.
Oh, sind schon ein paar Leutchen hier zusammengekommen. Nach Philadelphia, ausgewanderter Engländer. Also das könnt ihr euch gerne so durchlesen. Mit dem Beitritt Thomas Paines zu ihrem Kongress erhöht sich die Produktion von Freiheitsglocken um den gegenwärtigen Steuersatz. Das war ein guter Fang. Tatsächlich. Das war wirklich ein guter Fang. Simon Bolivar, den kenne ich auch. Ich glaube, das ist ein Spanier. Kann das sein? Ich glaube, das ist der spanische... Ist das nicht sogar der spanische Anführer in neuen Colonization? Das kann sein. Das weiß ich jetzt nicht. Den nehmen wir. Francis Drake. Also Religion brauchen wir wirklich überhaupt nicht. Ach, nehmen wir Peter. Komm. Kolonie New Amsterdam produziert Fregatte. Jawohl, das lesen wir doch gerne. Und jetzt kommt der Oberhammer. Ihr werdet gleich noch eine produzieren. 16 Freiheitsglocken, jawoll, so wollen wir das haben, sehr gut. 16 Freiheitsglocken klingt sehr gut. So, und unser Schiff wird mal zurückkehren mit der Fracht an Bord. Na, kommt es an? Nein, leider nicht. Der Wagenzug kommt an, das ist gut. Gucken wir mal kurz. Wie sieht es mit dem Holz aus? 42. Gut, dann können wir die eine Runde auch noch warten. Das ist nicht das Problem. Wie sieht es hier mit der Produktion aus? Ja, ja, okay. Kann man mitarbeiten. Hier fehlt ein Bergmann, habe ich gesehen. Habe ich irgendwo einen Bergmann, der ausbilden kann? Ja, hier hätte ich einen. Was bist du eigentlich? Du hier. Mitreißender Prediger, ernsthaft? So was brauchen wir nicht. Mitreißender Prediger. Na. Ich will seine Spezialfähigkeit löschen. Warum kann ich das jetzt nicht? Na, ist ja auch egal. Wir haben hier einfache Bürger drin. Das ist gut. Ich werde den einfach mal... Ja, ich schicke den einfach mal da rein. Ins College. Und dann bilden wir einfach mal einen weiteren Bergmann aus. Weil ich nämlich gesehen habe, dass in Fort Nassau tatsächlich einer arbeitet, der ungelernt ist. Na sowas. Das geht ja mal gar nicht. Plymouth. Plymouth. Wie sieht's denn bei euch aus? Hier ist auch noch ein Ungelernter. Da ist auch noch... Ja, der ist ja frisch dazugekommen, genau. 60 Pferde haben die schon wieder. Wahnsinn. Wahnsinn. Echt irre. Wie viele Soldaten haben wir eigentlich noch frei stehen? Ein. Okay. Gut. Genau, der Freibeuter, der wird erstmal zurückkehren. Das hast du übrigens sehr gut gemacht. Na, schön den Franzosen die Fracht weggeklaut. Finde ich gut. Das Schöne ist ja, das habt ihr ja schon gesehen, die Freibeuter, die segeln ja unter nicht offizieller Flagge. Das heißt, offiziell gehören sie ja nicht zu uns. Warum ist das jetzt hellblau? So, das ist die Fregatte, ja? Das ist die Fregatte, ja? Das ist sehr schön, dass das die Fregatte ist. Die hat 6 Züge übrigens. Mhm. Okay. Die kann man aber nicht befestigen, so wie ich das sehe. Kann das sein? Hafenanker befestigen. Dann Ankermann. Wir werden dich noch früh genug brauchen. Also ich strebe an, tatsächlich 3 Fregatten zu haben. Fregatten scheinen ja hier tatsächlich die beste Schiffsart zu sein. Und, ja. Ja, Brite, ich weiß, dass du nerven willst. Das ist nichts Neues mehr mittlerweile. Das kennen wir ja schon. Ich weiß, dass ihr das nicht schmeckt. Aber es interessiert mich nicht. Ich weiß, ich bin so böse. Oh, es kommt die Sonne raus. Oh, schön. Die Sonne kommt mal raus. Ganzen letzten Tage nur Regen gehabt und Schnee und beides. Und oh, furchtbar. Es ist mal richtig schön, wenn das Wetter mal wohlgesonnen ist, sagen wir es mal so. Das ist doch auch mal was Feines. So, einmal den Tabak abladen. Genau, einmal die Zigarren abladen.
So, was haben wir hier? Genau, das ist das Holz. Batsch und Batsch. Damit ist das Holz vollgeballert. Und die Produktion dürfte damit jetzt optimiert sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, die Produktion ist optimiert. Das habe ich mir gedacht. Das lag also tatsächlich daran. Gut. Das ist unser Handelsschiff. Unser Handelsschiff nimmt die Zigarren mit. Den Tabak. Dann bekommt es auch gleich noch direkt die Fracht von dem Freibeuter. Die Pferde. Und das Eisen. Und dann kann das Schiff tatsächlich gleich wieder nach Europa segeln. Das ist ganz gut tatsächlich. Weil ich würde ganz gerne einen Staatsmann kriegen. Einen großen Staatsmann, der erhöht ja die Produktion der Glocken. Also nicht der Glocken, die ihr jetzt denkt, nein. Sondern der Freiheitsglocken. Ne? So. 56 Holz. Das ist schon mal ganz gut, aber wir warten nochmal. Die sind ja beide gut dabei. Wenn ich den da rüber schicke eigentlich... Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Gehst bitte wieder dahin zurück. Danke. Den wollte ich nämlich haben. Ist, glaube ich, die gleiche Menge, ne? Ja, ist die gleiche Menge. Okay. Gut. Dann wartet der erstmal in Fort Nassau. Fort Nassau ist ja eigentlich ganz gut befestigt. Wir haben ein Fort. Wir haben... Moment, was haben wir denn hier als Garnison? Zwei Kavalleristen, zwei Soldaten und eine Kanone. Ja, perfekt. Perfekt. Das sieht doch gut aus. So, unser Freibeuter, da kann man wieder Segel setzen. Ups. Der ist ja zum Glück recht schnell. Also mit denen deckt man wirklich einen guten Radius ab. Tatsächlich. Den behalten wir noch drin. Unser Speer, da kann man weiterreiten. Mal sehen, was wir hier noch so Schönes finden. Das ist der Soldat, der darf warten. Der geht nach New Amsterdam, weil da werden wir wahrscheinlich die meisten Leute ausbilden, zu Soldaten und auch zu Staatsmännern. Ja, ja, komm, verpiss dich, Brite. Lass mich einfach in Ruhe. Welche Piraten? Wir haben nie Piraten unterstützt. Nein, niemals. Kommst du darauf? Stell dich mal nicht so an. Weißt du, belagerst meine Städte mit deinen Soldaten? Weißt du, und wunderst dich, dass ich Piraterie betreibe? Und mal ganz ehrlich. Freundchen, kannst froh sein, dass ich nur Piraterie betreibe und nicht alle deine Städte klau nacheinander. Aber das bringt mir ja nichts. Das ist ja das, die Sache. Ein Siedler hat in New Amsterdam hat den Beruf Soldat erlernt. Sehr schön. Wunderbar. Ein weiterer Soldat für die Kolonialarmee. Finde ich gut. So, und unser Schiff macht sich jetzt wieder auf den Weg nach Europa. Schön mit geklauter und eigenproduzierter Fracht. Was? Hat er nicht gesagt. Nein, habe ich nicht. Habt ihr euch eingebildet? Gut. Ach, jetzt leuchten die wieder grün. Ah ja. Interessant. Vorhin waren die noch türkis. Warum auch immer. Ach, Engländer, ich hab dich so lieb. Das ist eine richtige Hassliebe. Guten Tag. Nein, wir sind keine Piraten. Niemals. Nein. Ich finde das wirklich schade, muss ich tatsächlich wirklich anmerken. Das ist mir auch gestern Abend bei einer Bekannten von mir im Stream aufgefallen. Die hat nämlich Anno 1800 gestreamt und das ist mir nämlich auch aufgefallen. Zwischen Freibeuter und zwischen Piraten wird bei den meisten kein großer Unterschied gemacht. Was eigentlich schade ist, weil es besteht tatsächlich ein Unterschied zwischen den beiden. Nämlich folgender, der Pirat, der klaut einfach von wem er will. Das ist dem scheißegal, welche Nationalität die Opfer haben, sag ich mal so. Ob das jetzt Engländer sind, ob es Holländer sind, ob es Deutsche sind, das ist völlig egal, das interessiert den gar nicht. Ne? Also nur jetzt nur mal als Beispiel. Bei den Freibeutern hingegen ist es so,
Die bekommen einen sogenannten Kaperbrief. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel als, also wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pirat wäre und ich bekäme vom britischen König, jetzt mal als Beispiel, ein Angebot oder von der Königin von mir aus auch. So, und die sagt zu mir, pass mal auf, wir wissen, was du gemacht hast, auch gegen unsere Krone. Wir begnadigen dich aber, wenn du dafür im Gegenzug für uns unsere rivalisierenden Nationen Schaden zufügst, indem du deren Schiffe kaperst oder versenkst. Das ist die Funktion des Kaperbriefes. Und das ist dieser kleine, aber wichtige Unterschied zwischen einem Piraten und einem Freibeuter. Ein Freibeuter plündert im Namen eines jeweiligen Königreiches, während der Pirat, dem ist das scheißegal, was er plündert. Hauptsache, er plündert. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Die haben ihr Sägewerk gebaut, genau. Die produzieren jetzt damit mehr. Ihr könnt mal euer vorbauen, genau. Wenn ihr schon dabei seid. Das wollte ich auch nochmal erklärt haben. So, unser Schiff segelt nach Europa, sehr gut. Ah, das Schiff ist noch in Reichweite. Das finde ich sehr gut. Da freue ich mich doch. Dann habe ich nämlich gleich mal was ich mir mopsen kann. Ach, das ist eine richtige Hassliebe zwischen den Briten und mir. So, wie sehen wir denn mit Werkzeugen aus? Mit Werkzeugen sehen wir tatsächlich ganz gut aus. 28, wie sieht denn die Produktion aus? Moment. Ja, Produktion sieht gut aus. Perfekt, kann man sich nicht beklagen. Waffen sieht auch gut aus. Die Holzproduktion ist klar. Also es wird kräftig verbraucht. Ne, sieht man ja auch. Aber das läuft. Das läuft. Ich glaube, ich werde nachher nochmal ein bisschen Holz kaufen in Europa. Auch wenn es ziemlich teuer ist, muss ich zugeben. Aber was soll ich machen? Wir brauchen das Holz. Hallo Brite, hast du mich vermisst? Oh, das ist nicht so gut. Oh! Die Entdeckung des Pazifik. Wir haben die Rückseite gefunden. Der Pazifik. Mensch. Was sagt man dazu? Wir haben den Pazifik entdeckt. Geil. So, wir haben zwei Soldaten. Wir haben aber jetzt gerade keine Pferde hier drin. Das macht nichts. Die werden wir dann aus Plymouth kriegen. Ne, aus dieser wunderschönen Stadt mit dem ebenso wunderschönen Namen. Plymouth. Ich frage mich echt, was derjenige, der auf die Idee dieses Namen kam, im Mund hatte. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, glaube ich. 16 Fälle. Vielen Dank, lieber Apache. Freut mich sehr. Lasst uns eine Friedenspfeife rauchen. Aber nur eine. Der Brite greift mein Schiff nicht an. Das erstaunt mich ein bisschen. Ich finde es auch interessant, dass er mit Feller handelt. Ich hätte gedacht, er würde viel Tabakhandel betreiben. Perfekt. Wunderbar. Genau das wollten wir. Dann kann der nämlich... Na. Du gehst wieder zurück in die Mine. Nein, nicht Nahrung. Erzarbeiter. Zack. Der Kollege, der hier ist, der muss jetzt leider rausgehen. Der wird nämlich mit dem anderen oben tauschen. Dann haben wir nämlich eine Fachkraft gegen eine ungelernte Kraft getauscht. So, und nochmal ein bisschen Holz vor die Hütte. Wunderbar. Und ich sehe gerade, wir haben gleich schon wieder Partende, Freunde. Tatsächlich, man glaubt es kaum, aber es ist so. 20 Minuten vergehen echt wie im Fluge. Ja, er braucht manchmal ein bisschen zum Laden, das ist aber okay. Wenn man mal bedenkt, wie alt das Spiel ist, ist das wirklich okay. Oh. Da ist eine Ruine. Die gucken wir uns gleich mal an. Ja, die können da alle bleiben. Gut, wenn das Spiel hier zu Ende geladen hat, werden wir... Was?
Ja, von mir aus nehmen sie, meine Güte. Auch noch erpressen hier, wa? Arschloch. Glaube ich ja wohl nicht. Ey, werden frech. Der eine Stamm. Die Apachen sind friedlich, aber der eine Stamm, das sind richtige Säue anscheinend. Sind richtige Arschlöcher. Wenn ich nämlich mal daran erinnern darf, wo wir die Dörfer von denen besucht haben, da hieß es dann nämlich auch, ja, von wegen, da hängen Skypes herum. Also es ist nicht gerade ein friedlicher Stamm, würde ich mal sagen. Trifft in Amsterdam ein. Sehr schön. So, erstmal kriegt ihr die Pferde. Ja, ich weiß, der König kriegt kräftig Steuern. Ist mir scheißegal, wenn er Steuern kriegt. So. Jawohl, das hat gut gebracht. Das hat richtig gut Kohle gebracht. Aber richtig gut. 3196. Es sollte reichen, um einen Staatsmann auszubilden. Das reicht auch. Wunderbar. Den nehmen wir gleich mit. Den Staatsmann. Und dann würde ich gerne noch einen Holzfäller einen weiteren mitnehmen. Ja, komm, was soll der Geiz. So, und dann zurück in die neue Welt. Setz Segel, jawohl. Sind wir zwar wieder fast blank, macht aber nichts. König erhöht Militärausgaben. Oh! Meine Fresse, hör doch mal auf, dauernd die Ausgaben zu erhöhen. Arschloch. Soll sich platt machen lassen von mir. Wie es sich gehört für einen König. Schön platt machen lassen. So, ich wollte eigentlich den Part beenden. Entschuldigung. Das machen wir jetzt auch mal. Freunde, ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Sid Meier's Colonizations Classic. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Ciao, ciao.